Und zum Schluss haben wir noch ein Fußballmärchen aus Schottland. Die Hauptrolle darin spielt ein junger deutscher Torwart. Er heißt Louis Zwick und hat vor einem Jahr noch in der 6. deutschen Amateurliga gespielt. Jetzt hat er es in die schottische Premier League geschafft. Und zu verdanken hat er das einer ungewöhnlichen Aktion eines guten Freundes. Das ist Louis Zwick. Früher Hertha 03 Zehlendorf, jetzt Stammkeeper beim schottischen Kultclub Dundee United. Cinderella Story, sagt der Schotte. Zwick war als 19-Jähriger bei RB Leipzig durchs Probetraining gerauscht. Eine Profikarriere in weiter Ferne. Dann änderte eine verrückte Idee sein Leben. Ja, wir wussten über Probetraining, es ist schwer, da kommt man vielleicht in die Regionalliga. Aus der 6. Liga in die 3. Liga ist, glaube ich, relativ schwer. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt machen wir ein Video. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht dran geglaubt, dass sich irgendeiner meldet. Sonst hat sich auch eigentlich keiner gemeldet, bis auf Dundee United. Das Video zeigt Louis als A-Jugendlichen mit einem klaren Plan. Ich bin Louis Zwick, 1,92 groß und ich will Profi werden. Ein Freund der Familie schickt das Video an Profivereine auf der britischen Insel. In Dundee fällt es einer deutschen Mitarbeiterin der Presseabteilung auf, die es dann dem Torwartcoach ans Herz legt. Wer hätte gedacht, dass dieser Freundschaftsdienst Louis' Leben entscheidend verändern würde? Ja, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Weg, wenn man sich mit einem Video bewirbt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie groß Louis' Talent ist und das irgendwie in Deutschland übersehen worden ist. Für uns war das eine Riesenüberraschung, dass er so gut ist. Vielleicht war er damals noch nicht bereit für den Profifußball, aber man konnte sehen, dass er innerhalb kurzer Zeit den Durchbruch schaffen könnte. Louis wagt mit 20 Jahren den Schritt, beginnt in der 2. Mannschaft von Dundee ohne Gehalt. Sein Vater unterstützt ihn finanziell. Louis' Durchsetzungskraft gegen alle Widrigkeiten hat seine eigene Geschichte. Aus einer schweren Erkrankung während seiner Teenagerzeit geht er gestärkt hervor. Louis hat über diese Epilepsie den großen Vorteil, dass er in der Krankheit sehr oft an Grenzen gekommen ist, die andere Menschen, glaube ich, nicht erreichen. Todesangst und Druck und mentalen Druck. Und als diese Epilepsie ausgeheilt war, glaube ich, ist das in ihm geblieben, dass er mit diesen Drucksituationen gut oder sehr gut umging. Diese und weitere Stärken bescheinigt ihm auch sein ehemaliger Präsident bei Hertha Zehlendorf, Comjon Nierumand. Ich denke mal, wenn man Profi werden will, dann muss man natürlich auch die Bereitschaft haben, außerhalb der Trainingszeit was zu machen. Das hat er immer gemacht. Der war immer sehr ehrgeizig, aber nicht übertrieben. Er hat auch immer verstanden, auch seine sozialen Kompetenzen einzuspielen. Auch als junger Spieler in der Mannschaft war er unheimlich beliebt. Jeder hat das Vertrauen auch zu ihm gehabt. Insofern war es ihm auch zu gönnen. Und ich habe ihm das schon zugetraut, dass er diesen Weg macht. Innerhalb eines Jahres schafft Louis den Sprung von Torwart Nummer 5 bis in die Pole Position. Belohnt wird das Ganze mit Auftritten im legendären Tannadice Park. Im Stadion von Dundee United werden wilde Schlachten geschlagen. Nicht ohne Grund nennt man die Spieler des Vereins auch die Terrors. Na, hier passen 14.500 rein. Gegen Dundee oder auch gegen Aberdeen, Celtic, die großen Spiele. Da ist die Atmosphäre schon extrem laut. Hier ist die Fankurve, wo wir gerade sitzen. Und wenn dann alle singen und dann die gegnerischen Fans auch alle singen, weil es so eng ist, das Stadion, ist schon Gänsehaut. Ein weiterer Grund für Zwicks Durchbruch? Uniteds Trainer Jackie McNamara. Nach starken Vorbereitungsspielen stellt er ihn auf, anstatt des hochgelobten polnischen U21-Nationalkeepers Schromik. Jetzt ist Louis die unumstrittene Nummer 1 mit 21 Jahren. Das zeigt dir, egal was im Fußball passiert, du hast immer eine Chance. Es kommt immer darauf an, wie man mit den Umständen klarkommt, wie hungrig man ist und wie groß der Wunsch ist, Profi zu werden. Louis ist dafür ein fantastisches Beispiel, von wo er kommt und wo er jetzt schon steht. Und das ist erst der Beginn seiner Reise im Profifußball. Er hat eine sehr aufregende Karriere vor sich. Einen besonderen Anteil an seiner Entwicklung hat Goalie-Coach Craig Hinchcliffe, den alle Hinchy nennen. Er ist Mentor und Vaterfigur und vielleicht der Schlüssel dafür, dass Louis der nächste große deutsche Goalkeeper in Schottland nach Stefan Kloß wird. It's a steep development.
Luis hat eine steile Entwicklung hingelegt und der Trend hält an. Er hat jetzt 5-6 Spiele in der Liga und nach jedem Spiel reden die Leute sehr positiv über ihn. Er kann so weit kommen, wie er will. Wir sind da, um ihn dabei zu unterstützen. Am Ende liegt es aber an ihm, wie weit er kommt. Und ich denke, er hat die richtige Mentalität, um ganz an die Spitze zu kommen. But in the end, it will be up to him how far he wants to go. And I think he has the mentality to go to the top. Luis Zwick ist in Schottland angekommen. Das EM-Quali-Spiel Schottland gegen Deutschland schaut er sich stilecht in einem Pub an. Aufgrund der Patzer von Manuel Neuer ist die Stimmung auf dem Siedepunkt. Auch Luis träumt irgendwann, zwischen den Pfosten der Nationalelf zu stehen. In Dundee ist er zumindest schon auf dem Weg, ein echter Star zu werden. Ich habe immer relativ große Ziele. Und ich glaube, auch ohne Träume kannst du nichts erreichen in deinem Leben. Als ich gekommen bin, hier in die U20 war ich sozusagen fünfter Torwart. Ich denke, jetzt ist erstmal wichtig, eine gute Saison zu spielen, was eine Riesenmöglichkeit ist, weil du auf einmal oder weil ich auf einmal im Fokus bin von der Fußballwelt, denke ich, weil es halt erste Liga ist. Ich bin relativ jung auf einmal für einen Torwart. Der Schritt war ziemlich groß und dann mal gucken, was kommt. Die Geschichte von Luis Zwick nährt den Glauben an die Romantik des Fußballs, dass sich junge Talente trotz aller Widrigkeiten durchsetzen können. Vielleicht wird Luis bei Dundee United zur Legende und vielleicht wird er ein neuer Torwart-Titan. Träumen darf ja mal erlaubt sein, besonders wenn Fußballmärchen Realität werden.